mal gesehen, so ein Paket? Nee. Mal ehrlich, müssen wir jetzt auch noch Pakete ausliefern? Ich habe genug zu tun im Lager. Auftrag vom Chef, da machst du nichts. Ist das okay, wenn wir diesen Wagen hier nehmen? Dann müssen wir umladen. Hm? Ja, umladen, losfahren, was denn jetzt? Kein Plan. Was ist das für ein Aufkleber? Guck mal. Kann ich nicht lesen. Wie, kann ich nicht lesen? Schau doch mal das Symbol. Vielleicht nuklear? Gefahrengut? Möglich, bin kein Fachmann. Sollen wir hineingucken? Und dann? Dann wissen wir, was drin ist. Kannst du knicken? Postgeheimnis. Ah, da bist du plötzlich Fachmann, ja? Nee, Allgemeinwissen. Ja, können wir es jetzt transportieren oder nicht? Vielleicht muss das gekühlt werden. Wieso gekühlt? Oder erwärmt, weiß man nie sowas. Gekühlt, erwärmt, da ist ein ziemlicher Unterschied zwischen gekühlt und erwärmt, findest du nicht? Naja, Logistik ist nicht einfach. Wenn man sich in der Cat-Branche auskennt, eigentlich schon. Jungs, macht mal Platz und lasst einen Fachmann ran. Empfindliches Frachtgut. Erfordert besondere Ladungssicherheit. Also, Vibrationen vermeiden und während des gesamten Logistikprozesses gegen mechanische und klimatische Beanspruchung schützen. Besondere Zollbehandlung außerhalb der EU, Transportversicherung und Ausfuhrdokumente beachten. Sag mal, wer bist du denn? Stefan von Axivas. Das ist quasi hier alles mein Vertriebsgebiet. Kein Wunder, dass das bei euch noch nicht läuft. Ihr seid ja auch noch keine Kunden bei uns. Aber das wollen wir jetzt gleich mal ändern. Also können wir das jetzt transportieren? Ich übernehme das. Ich lasse die Abholung buchen. Marc, ich bin's. Ja, hab einen Neukunden. Genau, alles wie immer. Schickst du mir ein Pickup? Adresse schicke ich dir. Danke. Jungs? Alles klar. Pickup in 90 Minuten. Gern geschehen.